gerecht werden. Und jeder Muslim, der irgendein Problem hat, der wahren Glauben an Allah hat, egal was ihm passiert. Und so weiter. Ja, alles, was einen Muslim trifft, hätte Ushoko, Yushaqwa, hätte sogar ein Dorn, der ihn sticht. Illa kafarallahu bihi, biha min khatayahu. Also jede Sünde, die ein Muslim hat, jeder Schmerz, so wird Allah ihm dadurch Sünden abziehen. Subhanallah. Wenn er das mit Geduld erträgt. Das ist keine Bestrafung, das ist eine Möglichkeit und kann eine Gnade werden für die Frau. Und im Islam hat nie jemand gesagt, dass es verboten ist, Betäubungsmittel oder sowas in dieser Richtung, Narkose zu benutzen in solchen Dingen. Ja? So das dazu. Dann, was das Kopftuch angeht. Wir hören jetzt im Moment immer diese dämliche Diskussion, das Kopftuch, ein Zeichen der Unterdrückung der Frau. Ich will gerne fragen, wirklich, ganz ehrlich, wir haben heute so viele Frauen mit Kopftuch hier, Alhamdulillah, und das freut mich sowieso, weil ich sage euch eins, für euch Frauen, ihr müsst Mut haben. Ihr Frauen mit Kopftuch, ihr seid der Beweis für den Islam, dass der Islam angekommen ist. Ihr seid ein Stempel. Ihr müsst stolz sein. Glaubt es mir, wenn ich durch die Stadt gehe und ich sehe Frau mit Kopftuch und so weiter, in bestimmten Stadtteilen, da freue ich mich. Weil ich einfach sehe, Alhamdulillah, hier ist Islam angekommen. Deswegen seid stolz auf euer Kopftuch. Seid stolz, dass ihr die Religion repräsentiert. Und jede Frau, die heute hier ist, der sage ich, die noch kein Kopftuch trägt, gehöre du auch dazu. Alhamdulillah. So, jetzt wird immer erzählt, Zeichen der Unterdrückung. Ich frage euch, fühlt ihr euch durch das Kopftuch vom Islam unterdrückt? Vielleicht ist ja jemand hier. Ist sie jemand, der das aus Unterdrückung trägt? Ich habe es bisher nie erlebt. Im Gegenteil. Es ist immer so, dass die Frau, die anfängt, Kopftuch zu tragen, Probleme kriegt mit den eigenen sogenannten Muslimen. Mensch, warum muss ich so schwarz anziehen? Und warum jetzt Gesichter? Und warum so weite Kleidung? Kannst du nicht so ein bisschen so ein Pop-Kopftuch anziehen, ja? So Kopftuch hier so rund, dann so ein bisschen so eine schöne enge Jeans an, damit es so ein bisschen modern aussieht. Da kommen dann bestimmt viele Leute zum Islam. Was für ein Quatsch. Ach, ist subhanallah, ey, die Frau, die läuft 16, 17, 18 Jahre rum wie weiß ich nicht, Jennifer Lopez in ihren besten Zeiten. Kein Mensch interessiert sich dafür. Plötzlich fängt die an, sich Kopftuch zu tragen. Auf einmal sind alle empört. Hey, was ist los mit dir? Was passiert? Gestern warst du in der Disco gewesen. Hör mal, warum so extrem? Ey, übertreib mal nicht. Übertreib doch nicht, man muss doch nicht übertreiben. Ich sehe, der Mann lässt sich ein Bart wachsen. Mensch, du musst so Gillette musst du kaufen. Warum musst du, sei doch nicht so extrem. Man muss doch nicht so extrem sein. Was für extrem? Extrem bin ich, wenn ich mich jeden Morgen rasieren muss, subhanallah. Es ist doch Arbeit. So kann ich alle paar Monate mal so gehen, so ein Spiegel. Handlänge kann man nicht kurz. Okay, guck ich mal. Ah, hier ist schon wieder ein bisschen was raus. Guck ich so. Und dann mache ich zum Beispiel so. Ich kann dich natürlich auch länger wachsen lassen als Beispiel. Ist doch einfacher, oder? Dann, wenn ich mit meinem Sohn Spaßkämpfe mache, kann er mich am Bart ziehen und so. Beispielsweise. Okay, hat jetzt nichts mit Kopftuch zu tun, aber ist ja sozusagen das Kopftuch des Mannes, ne, der Bart. Sozusagen. Ne? Ja. Naja. So, dann fragt man sich jetzt, wo kommt dieses Konstrukt her, dass das Kopftuch ein Zeichen der Unterwerfung der Frau sei? Woher kommt dieses Bild her? Und die Antwort ist, dieses Bild kommt aus der Bibel. Denn in 1. Korinther, Kapitel 11, ja, dort steht, dass eine Frau, die prophetisch redet oder betet und ihr Haupt nicht bedeckt, ihr Haupt schändet. Es ist so, als wenn sie ihr Kopf rasieren würde. Ein Mann darf sein Haupt nicht bedecken, guck jetzt, weil er Abbild und Abglanz Gottes ist. Das heißt, wir haben Gott und der Mann ist hier, der Mann ist Abbild und Abglanz Gottes. Die Frau aber, steht dann weiter, ist nur Abglanz des Mannes. Ja?
Die Frau soll nicht für den Mann erschaffen worden, sondern der Mann soll nicht für die Frau erschaffen worden, sondern die Frau für den Mann. Deswegen soll die Frau mit Rücksicht auf die Engel das Zeichen der Vollmacht auf dem Haupte tragen. Das heißt, hier wird ganz klar gesagt, die Frau trägt das Kopftuch, weil der Mann trägt keins, weil er Abbild und Abglanz Gottes ist. Die Frau ist nur Abglanz des Mannes. Das heißt, sie ist dem Mann untergeordnet und deswegen trägt sie dieses Kopftuch. Und dann steht weiter, mit Rücksicht auf die Engel soll sie das Zeichen der Vollmacht auf dem Kopf tragen. Hier kommen die Bibel-Spezialisten und sagen, in Genesis 6 steht, Genesis 6, ja, dort steht, dass sich die Söhne Gottes auf die Erde geguckt haben und in die Frauen der Menschen verliebt haben. Ja? Und deswegen geht es zurück, das heißt, mit den Söhnen Gottes sind hier die Engel gemeint, deswegen soll die Frau mit Rücksicht auf die Engel das Zeichen ihrer Vollmacht auf dem Kopf tragen, weil die Engel sich in die Frauen verliebt haben. Das ist das, was einige erklären hierzu. Wie gesagt, ich habe diese Punkte nur gebracht, wie gesagt, in keinster Weise, um irgendwie den christlichen Glauben zu diffamieren. Klar, natürlich, was unehrliche Missionare und so angeht, ja, die kriegen immer von mir einen Seitenhieb. Weil natürlich, ich muss mich einfach ein bisschen über die lustig machen, weil ich kann es einfach nicht fassen, wie jemand so hinterhältig sein kann und beispielsweise mit dem Erbrecht im Islam kommt und bei ihm im Buch steht, in Nummer 27, Vers 8, dass die Frau gar nichts erbt. Das ist für mich einfach lächerlich. No.